bin gerade im Urlaub. Es ist wirklich sehr schön hier, wie man sehen kann, ja, der Terrasse. Aber es gibt eben auch andere Seiten von diesem Hotel und von diesem Meer, was ich euch jetzt mal vor 10 Minuten, die ich gefilmt habe, zeigen werde. So, dieses Video, wenn es gefokussiert, ich wende die Sandwich-Methode an. Und zwar, es ist so, ich fange mit etwas Positivem an, außer meine Kritik, und höre dann etwas mit etwas Positivem wieder auf. Ich möchte mich als allererstes, liebe Frau Merkel, für etwas bedanken bei dir. Ich lebe in einem Land, wo ich freie Informationsfluten nutzen kann, wie zum Beispiel YouTube und so weiter. Das ist in China verboten. Das ist sehr schön. Des Weiteren, wenn ich arbeitsunfähig bin und so weiter, muss ich nicht unbedingt auf die Straße, sondern mir wird geholfen, ich kriege Unterstützung. Das ist nicht selbstverständlich. Ebenfalls ist nicht selbstverständlich, dass es Ausbildungen gibt, dass wenn ich selbst einen Arm verliere oder sowas, man ihn wieder ranflicken könnte. Dafür möchte ich mich bedanken, dass ich in so einem Land leben kann. Doch läuft auch hier noch einiges verkehrt, meiner Meinung nach. Liebe Frau Merkel, darum frage ich dich, liebe Regierung, was hat Benzin, Heizöl, Diesel und Plastik gemeinsam? Richtig? Sie bestehen alle aus Öl, das sind alles Ölprodukte. Jetzt frage ich euch doch mal, was haben diese Produkte nicht gemeinsam, was viel spannender ist? Was haben diese nicht gemeinsam? Plastik ist davon nicht versteuert. Wie kann das sein? Es ist ebenfalls ein Ölprodukt, es ist aber nicht versteuert. Wohingegen Benzin bis zu 70% versteuert wird. Meine Frage ist, was tut ihr dort eigentlich im Bundestag? Dort wird darüber entschlossen, ich muss euch vorstellen, es sind erwachsene Männer, die wahrscheinlich Familien haben, die setzen sich an einem Tisch, ja, haben Anzüge an, sehr wichtig, alles super, picobello, ja, werden hinchauffiert und entscheiden darüber, dass in den Verkauf nur gerade Gurken gehen. Sobald eine Gurke schief gewachsen ist, wird diese entsorgt, weil es diesen Perverslingen nun mal nicht so mundet. Wohingegen in Afrika gehungert wird. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Ich finde diese Theorie für den Arsch und das passt auch ziemlich gut, denn nur gerade Gurken kann man sich in den Arsch schieben. Punkt Nummer 2, da werden über bestimmte Grenzwerte diskutiert. Ja, ganz wichtig, Grenzwerte, ja, von bestimmten, zum Beispiel Stickoxiden, nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Ja. Dabei ist eine Kerze, wenn du die in deinem Zimmer anzündest, überschreitet sie dreimal den Grenzwert, über den diskutiert wird und der festgelegt worden ist. Deutschland macht sich lächerlich. Des Weiteren, Vitamin D3, 800 internationale Einheiten. Wenn du jetzt in die Sonne gehen würdest, ja, bei 20 Minuten bildest du 20.000. Deutschland, bitte mach dich nicht lächerlich. Kommen wir zu ein paar Fakten der Plastikindustrie. 8,3 Milliarden Tonnen wurden bereits seit 1950 produziert. Das sind 80 Millionen Blauwale. Hingegen weniger als 10% wurden davon recycelt. Deutschland ist in Europa Marktführer für Plastikverbrauch mit 11,7 Millionen Tonnen jährlich. Dabei ist die normale durchschnittliche Nutzung von diesem Plastikprodukt 25 Minuten. Hingegen die Abbauzeit, ja, 450 Jahre, bis es im Meer erstmal zu Mikroplastik wird. Esst ihr eigentlich Fisch dort im Bundestag? Guten Appetit. 1 Million Vögel verrecken jedes Jahr daran. Über 100.000 Säugetiere verrecken jedes Jahr daran. An bestimmten Orten gibt es 6-mal mehr Plastik als Plankton noch. Jetzt frage ich mich doch einfach mal, wie kann das alles sein? Ja? 2050 wird es 3-mal mehr Plastik im Meer geben als Fische. Plastik, ich wiederhole, ist nicht versteuert, auch nicht in Deutschland. Mikroplastik ist nachweislich, wo es doch die Gesundheit unserer Bürger geht und den Schutz, verändert die Gene maßgeblich in der Genexpression, sodass enzymatische Prozesse nicht mehr so einhergehen können in unserem Organismus, wie sie normalerweise würden und damit definitiv Schäden bei uns im Körper anrichten werden. Das ist absolut mehrfach bewiesen, auch darauf wird reagiert mit Bisphenol A-freien, BPA-freien Sachen und so weiter. Das ist nicht genug, ja. Kosmetik und so weiter ist ganz klar extrem betroffen davon. Deshalb forschen wir auch von Vitasomal daran, an Alternativen, ganz, ganz klar. Zahnpastern wurden gefunden, bis zu 10% Mikroplastik und so weiter. Man kann hier ewig weitermachen. Ihr merkt die Thematik, ich möchte es einmal abhaken. Nächste Thematik, Massentierhaltung. Es ist ganz klar, dass die
dass die Völker, ja, die ganz klar jetzt unsere Stämme so gesehen ausmachen, ja, zum Beispiel Inka ja damals, ja, Quinoa und so weiter, Kartoffeln, ja, in Amerika und so weiter, Südamerika, ja, das sind alles pflanzliche Lebensmittel, auf deren sich Kulturen, ja, wirkliche riesige Kulturen basierend gebildet haben. Niemals fleischliche Produkte, ja, warum ist dann Fleisch ein Grundnahrungsmittel, warum ist die Massentierhaltung ein Grundnahrungsmittel? Das kann nicht wahr sein, was mit den Steuern passiert. Es kann einfach nicht wahr sein, ja, für meiner Meinung nach. Schließen wir mit etwas Positivem ab. Ich bedanke mich, dass viele Leute dieses Video jetzt geschaut haben, auch bis zum Ende, und sich wirklich mit mir auf einer Welle schwingen und deshalb dieses Video auch positiv bewerten, einfach klar, und kommentieren und vor allen Dingen teilen, weil dieses muss gesehen werden und damit ist es etwas Positives, weil ich weiß, was ich für eine Community habe, mit der ich hier ganz klar gleich schwinge. Und es ist auch klar, dass wir alle nicht perfekt sind und ich auch nicht, aber sobald wir es wissen, kann jeder seinen kleinen Teil dazu beitragen, was zu einer Lawine wird und irgendwann definitiv merklich sein wird. Es ist klar, ja, dass eine Person nichts erreichen kann. Deshalb brauche ich eure Unterstützung, dass jeder auch dieses Video sieht und einmal internalisiert und etwas daran tut. Man muss nicht von 0 auf 100 oder sonst was, einfach nur dieses Bewusstsein einmal schaffen. Und ich weiß auch, dass Frau Merkel dieses Video nicht teilen wird und vielleicht auch nicht sehen wird, wenn es nicht genug geteilt wird natürlich. Trotzdem danke ich mich fürs Zusehen auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast und mich hat es wirklich gespürt, dass viele d'accord gegangen sind mit dem, was ich gesagt habe. Auch wenn wir so weit auseinander entfernt sind gerade, ich bin in Malaysia, ich spüre das, Leute. Dankeschön fürs Zusehen, danke für die Unterstützung des Kanals, ich danke schön so viel Male, würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, über ein Abo, das Teilen und das Kommentieren. Bis zum nächsten Mal, ruf ich an, wenn ihr mit sagt. Nature, Love, bis dahin, ciao.